Wir haben schon gewundert, du wolltest doch stündlich eine Pause machen. Ja, aber ich hab ja, ich mach das ja immer ganz intelligent. Ich lass ihn, wenn ich zur nächsten Runde auf jeden Fall immer wieder pünktlich da. Deswegen ist alles okay. Ne? Das ist eigentlich ganz akzeptabel. Ja, bei mir lief es auf jeden Fall am Anfang nicht so gut. Jetzt so langsam läuft es wieder ganz gut. Aber ja, es dauert leider seine Zeit so ein bisschen. Ich wäre jetzt aber vor Geo geblieben, wenn da nicht komische random Chinesen Boy, als ich gedacht hatte, jo, greifen wir den mal an. Ey, das ist wieder so typisch, ne? Aber Geo greifen die halt nicht an. Wieder klar. Was? Der ist ja Geo auch weitestens von mir weg, der Chinese. Ach, hätte ich trotzdem angehört. Ihr habt direkt Städte neben ihm gegründet, beziehungsweise. Nein! Ja. Er hat die Stadt neben Session gegründet. Ich wollte gerade sagen, er hat mir meine Bananen geklaut, nicht ich ihm. So ein Ding ist das. Merk schon, da gibt es einiges an Konfliktpotenzial. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Geo vertreibt mir meine Fische und der Chinese klaut mir meine Bananen. Ich habe überhaupt gar keine Fische. Ich bin landlocked aktuell noch. Gar keine Fischenstadt. Du bist drei Felder von dem Fischfeld entfernt. Ja, aber er kann es ja nicht besetzen, er hat ja keine... Nee, ich habe auch nicht gesagt, dass er es besetzt. Ich habe nur gesagt, er vertreibt die mit seiner Anwesenheit. Achso, ja gut. Führt ruhig Krieg gegeneinander, das ist mir egal. Nee, wir führen Krieg miteinander. Definitiv. Ja, gegeneinander, gegen Geo können wir führen. Ja, gegen Geo führen wir Krieg. Warum wieder gegen Geo? Wenn der Chinese lang ist, dann Geo. Ja. Ja, weil Geo sonst zu stark wird. Guck mal, der ist doch schon wieder punktetechnisch hier abgezogen. Ja, das ist nur, weil ich eine Religion habe. Zieh mal die schlechte Ausrede hier einfügen. Ja, das glaube ich irgendwie nicht so. So. Angeblich Religion, ja. Ja, das sind, ich glaube, 60 Punkte. Meinst du? Ja. Okay. Ach du, das habe ich dich ja noch gar nicht gefragt. Wie viel Forschung machst du? Du bist schon gemutet, komplett. Oh, Flüchtling. Dann frage ich ihn im Chat. Übertragen aktiv. Wie viel? Guckt jemand gerade bei mir zu oder was Neues? Schon. Ja, bisschen spionieren. Was? Übertragung aktiv? Stand bei mir eben, unten, von Steam. Ja, ich guck dir gerade zu. Moin. Es geht ja nicht spionieren einfach so. Nee, nicht so viel. So ein Spionator oder was? Ja, ich habe einen Satelliten gebaut, den habe ich mal kurz ins All geschickt. Ich spioniere dich gerade. Ich benutze einfach Google Maps. Ha! Das dauert ja ganz schön lang mit Laden jetzt hier. GPR für, achso, Gold pro Runde. Die Stadt Senfasien ist gewachsen. Ihr habt die Maschinen entdeckt. Perfekt. Das da, Produktion wäre dann gerne... Verbindung eingerichtet. Ja, damit keiner plündert. Ey, weil wieder aus dem nächsten Loberbahnreiter auftauchen, ist wieder alles Arsch erst. Ich arbeite dran. Perfekt. Ich musste die halt kurz voll heilen lassen. Deswegen hasse ich das auch, wenn es zu viele KIs gibt. Weil dann macht irgend so ein random Dude da halt irgendeine Scheiße. Genau.
Kiew sucht Gerechtigkeit gegen China. Ey, wo kommt die Reise denn jetzt her? Nein, gehst durch. Das braucht ihr aber da ganz schön lang mit China. Und da könnt ihr auch nicht auf Runde fertig klicken. Oh, also ich hab so, jetzt kann ich alles. Ja, ich hab grad militärische Probleme hier. Durch die Terrakotta-Armee ist nicht nur ein Pferd, was nervt, sondern ein zweites auch. Ja, bei mir rennt so ein Drecksbarbarenpferd. Im Brand steckt. Jetzt wird das nächste Katapult einfach umgeklatscht. Das sind die Morgul-Reiter, oder? Na, so ungefähr. Bei mir ist das auch noch ein Reiterbad. Von den Chinesen. In zwei Runden ist mein erster Impi fertig. Aha. Ja, das war das Katapult. Ah, ist so scheiße. Das ist richtig. Ich muss jetzt erstmal wieder alle Luxussourcen wieder neu organisieren. Ne, nicht nur das, du hast da irgendwie keinen Platz, weil von rechts kommt Florenz, von unten links kommt irgendwas Lilanes und von oben kommt der Dreckschinese. Ja, nee, das passt halt. Aber halt ganz unten muss ich wieder alles, was halt schon organisiert war, wieder. Ja, das auch neu noch. Machen. Ah, zum Glück habe ich gleich einen Wunder. Ein Wunder? Da wirst du dich wundern. Wunder, die Wunder. Das Mausoleum Halikarnassos oder was? Ja, nicht das Mausoleum. Hast du gerade Chichen Itza gebaut? Ja, das ist richtig. Das habe ich noch nie mal geforscht. Tja. Die Forschung sieht eigentlich nicht bad aus bei mir. Wollen wir kurz Frieden schließen mit dem Dreckschinesen? Nein, wir machen den lang. Ja, ich habe keinen Druck mehr. Was wenn? Ja, ist kurz ein Pferd durchgerast. Ja, ein Bau neue. Ja, ich arbeite dran. Ich muss auch mal wieder ein paar neue ausheben, aber wenn die Reh sind, dann passt das. Selber gleich mit den Pikinieren hier einmal die Reiter weg und dann die Katapulte. Oder wahrscheinlich erst die Katapulte, macht mehr Sinn. Eigentlich schon fertig, aber es steht immer noch Einheit benötigt Befehl, obwohl ich fertig bin. Zum Wohle unserer beiden Nationen, lasst uns Frieden schließen. Ah, schön. Nee. Ja, die Scheiß Chinesen. Auf Frieden. Die Chinesen machen wir jetzt lang. Nee, machen wir gleich lang. Ich brauche Espekiniere. Ja,
Und neue Truppen, ich habe nur ein Katapult. Ich habe großen Händler. Was kann der große Händler nochmal? Entweder ein Zollamt oder ein Zollamt. Oder du kannst ihn in Stadt schicken und Einfluss und Gold direkt ploppen lassen. Was kann der nochmal? Ich habe nicht zugehört. Entweder du baust auf einem Geländefeld ein Zollamt, wo du dann bewirtschaften kannst, oder du schickst ihn in den Stadtstaat und kriegst dann Gold und Einfluss direkt halt. Ja, das ist eigentlich immer ziemlich gut. Gold und Einfluss? Ja. Ja, halt dann halt direkt bar auf die Hand. Ja. Das ist dann 200 Gold oder so noch mehr. Das kannst du direkt bei Einheiten kaufen. Zollamt ist mehr Gold. Gold braucht man gar nicht. Natürlich. Jetzt fighten. Das alte Katapult habe ich schon wieder weggemacht. Vision aufbauen. Da ist noch ein Katapult, da sind noch Kompositbogenschützen. Ist der Reiter zu dir runtergeschissen gekommen? Na, ein Reiter ist bei mir. Der barbarische Reiter. Nee, den habe ich schon lange abgeschossen. Ich sehe gerade, wie es bei dir da raucht im Gelände. Quatsch, das auch gar nicht. Optische Täuschung. Mann, ich brauche einfach mal gerade ein bisschen Geld eigentlich. Also ich war gerade noch plus 16, also ich kann dir noch was rüber senden. Ich mach auch plus 16, aber... Was? Ja, aber du ziehst mir auch schon was ab fürs Eisen. Naja. Hä, du kriegst für Eisen, ja, du hast kein Eisen bei dir. Nee, ich krieg von dir Eisen und ja, du eben. Kriegst dafür... Gold. Gold. Ja, das war ja der Handel. Ist ja nicht so, dass ich dich... Hä, wie sind hier Chinesen durchgekommen? Alarm. Das ist einfach ein chinesischer Krieger bei Salzganistan, ne? Tja. Ist natürlich dann traurig. So, wie, das ist traurig. Das ist der oben ist ja immer noch dieser Scheißreiter. Sind die Mohawk-Krieger gut? Geo? Ich glaube, die kosten kein Eisen. Also sind aber ja, die kosten kein Eisen. Kosten. Ach so. Aber es sind halt glaube ich so stark wie die Schwertkämpfer normal sind. Und lieber sieht. Das Ding. Alter, das ist kein Freibautrupp. Nee. Sind nicht rumgeiert. Was macht denn der Impi? Was kann ein Impi? Das ist die Spezialeinheit von mir. Achso, warum rennst du damit zu meinen Bananen? Oh, hier unten ist noch eine Ruine. Ich renn, bin ich sicher mit dem meine Grenzen hier so. Ich will halt auch mal gucken, was das so ist. Ich könnte mir zum Beispiel einen Bautrupp snacken mit dem Impi. Warte. Nächste Runde, hallo. Ja, ruhig dich mal. Lädt bei mir auch noch. Ah, jetzt verpissen sie sich mit ihren Reitern, wenn ich damit gern komme. Schmeckt. Achso. Deswegen bin ich unglücklich. Ah. Der hat auch nichts zum Tauschen. Der ja auch nicht. Weg damit! Ach ja, warte, ich wollte mir das Bananenfeld... Ah, nee. Vielleicht das super Langhaus erforscht. Und wie viel Forschung machst du jetzt? 42.
Hatte Julian gemeint, aber. Ja, er fragt ja eh beide immer dann. Und wie viel Forschung machst du? Julian ist bei 56. Dann mache ich sogar ein bisschen mehr, ich mache 61. Sind bei dir auch schon die Unis in Auftrag? In den Städten? Bei mir? Ja. Nee, noch nicht. Also ich glaube mal, das mit den nächsten 50 Forschung war richtig, weil Julian hat sich dazu nicht gemeldet. Ah, jetzt ist da der nächste Dreckskrieger, willst du mich verarschen? Also Julian, du weißt, dass zwischen deinen Städten noch ein Barbarenlager ist. Nee, hab ich nicht gesehen. Oder das darfst du gerne wegmachen. Ne, kann ich in meinem Speer nicht. Einfach mal Mühe geben. So, ich habe hier den nächsten Reiter gleich weg. Sessen. Knall mal die Stadt weg. Die alten Kriegstreiber da oben. Ja, was für Kriegstreiber, wenn die mir Krieg erklären? Soll ich denen die Stadt einfach schenken und dann abhauen, was? Jetzt hat jemand noch ein Pantheon gegründet. Jetzt hat jemand das Mausoleum gebaut.
So. Und wie läuft's bei euch da oben mit Peking? Eine Session? Ja. Wie läuft's da oben mit Peking? Ja, langsam. Langsam aber sicher. Mhm. Forschung machen. 87. Assassin? 43. Okay. Und du? 64. Ja, lag ich mit 56 vor und war wahrscheinlich doch richtig. Hast du auch bald mal Perlen zum Handeln oder so? Ich habe bis jetzt nur eine Quelle. Hättest du noch eine in deinem Stadtgebiet, wo du theoretisch benutzen könntest? Nein. Okay. Liegt genau eins daneben. Eins, ne, es sind noch vier Felder. Das sind ja zweimal vier Felder. Das heißt, du kannst dir das auch nicht kaufen, das Feld. Aber ich könnte, wenn ich eine Stadt weiter rechts setze, könnte ich mir 3 Perlen und 2 Fische holen. Ne, 2 Perlen und 2 Fische. Dann könnte ich es handeln. Ich meine, ich habe ja eh gerade noch ein bisschen Krieg mit Papa Bahn. Papa Bahn. Papa Bahn. Papa Bahn. Habe ich das eigentlich hier voll gebannt? Ich glaube nicht. Und dann bann ich an der Stelle auch mal wieder die Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.